Hallo Freunde, wie ihr schon im Titel entnehmen könnt, ja, es ist draußen. Es ist wirklich draußen. Für die Konsole Edition gibt es jetzt Minecraft 1.8 Version. Ja, denn erstmal hier ist das Foxy Day Team. Mein Name ist Fox und ja, ich kann die Frage hören. Ja, es soll ein Unterwassertempel geben. Ich werde euch jetzt natürlich nicht alles zeigen können, dann muss ich bestimmt über eine Stunde aufnehmen. Das wäre doch ein bisschen viel, weil es gibt dort doch einiges bisschen mehr, denn es gibt... Ich will jetzt auch hier nicht alle Biome hier absuchen und so. Es gibt neue Biome, sind hier erschienen. Ich könnte hier auch einige Sachen so zeigen, denn es gibt jetzt auch roten Sand, roten Sandstein. Das ist roter Sandstein. Roter Sand kann ich Ihnen auch noch mal zeigen. Hopp. Da wollen wir doch mal ein bisschen vernünftig machen hier. Oh, das ist gemeißelter. Ist ja wurscht. Das ist alles so, was mit damit zu tun hat. Hier vorne haben wir noch die beiden hier. Das ist auf jeden Fall alles echt hier neue Steinchen. Sieht doch ganz nett aus. Es gibt auch... Ich suche ihn mal. Keine Ahnung, wo ich den finden soll. Kann ich natürlich nicht sagen. Ein Rüstungsständer. Ja, der ist auch dabei. Das ist speziell etwas, worauf ich wirklich schon die ganze Zeit persönlich gewartet habe. Also ich finde es einfach nur geil. Da kann man sich so schön in seine Wohnung einen Rüstungsständer hintun. Neue Verzauberungsbücher gibt es auch, wo ich gerade hier bin. Und zwar irgendwie unter Wasser. Atmung, also ohne Helm soll man denn da ja, unter Wasser bleiben können. Da, hier ist der Rüstungsständer. Habe ich auch gerade gefunden. Da ist er. Ich finde ihn einfach nur genial. Da kann man jetzt zum Beispiel seine... Dann nehmen wir doch mal hier. Zack, 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 zack. Seine Rüstung raufstellen. Ist das geil? Jetzt habe ich die natürlich noch behalten. Ich habe den Kreativmodus an, um euch das ein bisschen besser zu zeigen. Also ich finde es genial. Wie gesagt, Unterwassertempel ist auch da. Den werde ich jetzt natürlich nicht suchen. Ich bin da gespannt, weil es wird ja auch Videos wieder davon geben, wie wir so ein bisschen was bauen, wie wir was zeigen. Interessant ist auch hier noch, seht ihr ja selber, es gibt neue Blumen bei uns. Ja, die Xbox One, die Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4 haben zumindest das Update, obwohl ich bei der Sony irgendwas gelesen habe, da sollen noch ein paar Probleme auftauchen. Ich weiß nicht, ob das Update jetzt schon da ist. Wir kriegen auch noch mehr Pflanzen. Ich weiß da nicht, hier, wie gesagt, ich will das jetzt hier nicht alles absuchen. Ja, er weiß alles da. Wir haben auch, wenn ich die jetzt finden tue. Nehmen wir den noch hier. Komm her. Komm her. Opa. Verdammt. Da. Da. Und ein Karnickel. Hoppel die hopp. Hier. Karnickel haben wir auch da. Ist doch was ganz Feines, oder? Komm her. Jetzt bauen wir hier ein paar Karnickels auf. Och. Boin. 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 Ja, sehr viele haben auf dieses Update gewartet. Inklusive mir. Ja, Maultier und so gab's ja schon. Dorfbewohner erzeugen. Da gab's auch noch Endermilbe. Der Endermilbe soll auch da sein. Wollen wir doch mal zeigen hier, wa? Hopp. War das nicht Endermilbe? Hab ich schon wieder nicht richtig gelesen. Pferd erzeugen. Achso, Esel. Nee. Okay. Ghost. Wolf, Tintenfisch, Schaf. Natürlich gibt es auch Enderman. Ich weiß gar nicht, ob dafür auch Eier gibt's. Was? Ich sehe das vor allem aus diesem Blickwinkel immer so schlecht. So, nehmen wir den. Nehmen wir den.
Das können wir gleich mal alles ganz kurz zeigen. Ne, den brauchen wir nicht. Es gibt auch, das ganz kurz zeigen. Da haben auch sehr viele von gewartet, wenn ich den jetzt finden tue. Den Schleimblock. Boin, 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 boin. Kann man ein Trampolin bauen. Boin, boin, boin. Sehr gut. Und hier haben... Achso, ich habe friedlich an. Kann ich nicht erzeugen, die Endermilbe. Schade eigentlich. Macht nichts. Ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Es gibt halt in der Endermilbe und der Wächter. Als Fisch. So, was haben wir denn hier noch? Ach, ja, es gibt so einiges, was so ein bisschen neu ist. Ich gehe auch mal von aus, diese Bäumchen, die wir jetzt im Zubehör gekriegt haben, hier diese Akazie und sowas, wird auch garantiert alles neu sein. Und mir fällt hier auch ein, was wir hier noch haben. Granit. Haben wir hier Anstranit und was ist da? Auch wieder so eine Granitsorte? Na? Achso, habe ich schon. Anstranit haben wir hier. Ich könnte das vielleicht noch mal ganz kurz zeigen hier. Wie gesagt, ich kann nicht alles zeigen. Zack, 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 zack. Und dann wollen wir das hier. Zack, 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 zack. Das findet man eher in den tiefen Böden. Es gibt auch Sonnenblume und hoppla. Also das ist wieder roter Sand. Hier alles neue Steinchen. Kann man sehr viel machen. Man kann jetzt auch, soweit ich gelesen habe, bemooste Moossteine craften. Ist alles da. Bemooste Moossteine kann man ab jetzt craften. Soll so sein. Ob es letztendlich wirklich so ist, weiß ich nicht. Das sind jetzt hier Steine für den Unterwassertempel. Zack, 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 zack. Das gehört zum Beispiel dazu und das gehört, soweit ich weiß, dazu. Genau kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich habe die 1.8 Version dann noch nie gespielt. So wird es ungefähr aussehen. Und dazu gibt es natürlich aber auch, da bin ich jetzt auch so geil drauf hier, die Lichter. Das soll auch Lichter sein. Glaube ich doch, dass ich jetzt den richtigen erwischt habe. Ich weiß das alles nicht ganz genau. Also kam eine ganze Menge schon dazu. Die Freude dürften bei sehr vielen einfach nur da sein. Wie bei mir auch. Schwamm. Schwamm werden wir jetzt mittlerweile auch finden. In der 1.8 Version ist auch dieser Schwamm da. Den kann man auch so halt dann benutzen. Mittlerweile denn. Was haben wir denn noch? Ja, natürlich gibt es Kaninchenfleisch. Gibt es jetzt und man kann ja auch Sprungkraft jetzt erstellen mit Verzauberung. Ist alles da. Hier sind ja die Verzauberung-Dinge. Hab ich auch irgendwas vergessen? Ja, es gibt halt neue Biome. Ich könnte mal echt gucken, ob ich sie eins erreichen tue, aber das glaube ich jetzt eher weniger, dass wir da irgendwas finden tun. Guck mal, hier wachsen sogar große Pilze oder was? Gewöhnlich, dass sie, also ungewöhnlich, dass sie gerade hier so mittendrin wachsen. Normalerweise gibt es immer die Pilzkurinsel. Das ist für mich auch jetzt ganz neu. Achso, ich wollte noch mal was gucken, weil danach habe ich nicht gelesen, dass es Schnee. Ist das jetzt neu? Und so die Schneebälle. Also es soll festes Eis gehen, das nicht mehr schmilzt. Aua. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, oder? Weiß ich nicht. Es soll jetzt einen Eisblock geben. Also nicht das durchsichtige. Eisblock hatten wir ja schon. Das ist Eis. Und das ist... Ah, da ist es ja. Packeis nennt man das. Jetzt habe ich es wieder. Packeis. Es ist da. Das ist das Packeis. Es sieht aus wie das normale Eisbus. Nicht so durchsichtig. Also richtig fest. So, ist auch alles da. Dadurch heißt das auch, es gibt auch dieses Eispickel oder wie es da heißt, dieses Biom. Wo denn so die Eisdinger da wachsen. Gut, im Ganzen
Habe ich jetzt, schätze ich mal, so viel erzählt. Hier vorne sind die ganzen Blümchen. Könnt ihr mal sehen. Hohes Gras gibt es jetzt auch. Ja, und ein paar Anpassungen der Welt. Köpfe gibt es mittlerweile jetzt auch. Die sollst du auch kriegen können, wenn ein Creeper genau neben ein Zombie oder sowas explodiert. Dann kann es sein, dass er einen Kopf craften tut. Soll möglich sein. Hier ist der Kugelfisch. Man kann Fische angeln und man kann jetzt auch Müll angeln oder auch, wenn man Glück hat, ein bisschen bessere Sachen. Also Schätze angeln ist auch jetzt also online. Auch alles da. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt echt nichts vergessen. Und sage dir mal viel Spaß mit das neue Update. Ihr werdet im Laufe der Zeit ein bisschen was davon sehen. Und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Fox aus dem Foxys A-Team.